Der japanische Allradprofi Subaru hat eine doppelte Überraschung in Genf gezeigt. Der BRZ ist das erste Sportcoupé der Marke und er bricht gleich mit einer Tradition. Er ist nur mit Heckantrieb erhältlich. Den Subaru-typischen Allradantrieb sucht man selbst in der Aufpreisliste vergebens. Dafür ist man der Tradition des Boxermotors treu geblieben. Unter der Haube des BRZ werkelt ein Vierzylinder-Boxer, der 200 PS leistet. Mit seinen 4,24 Meter Länge, 1,78 Meter Breite und nur 1,30 Meter Höhe macht er den Eindruck, als ob er sich flach auf die Straße ducken würde. Der Innenraum gibt sich sportlich, die Sitzposition ist niedrig und die Sitze sind entsprechend ihrem Einsatzzweck griffig ausgeformt. Die Serienausstattung kann sich sehen lassen. Unter anderem sind 17 Zoll Leichtmetallräder und ESP-Serie. Trotzdem liegt der Einstiegspreis bei rund 30.000 Euro.